So, nachdem wir jetzt den Rundgang beendet haben, kommen wir zu Edwin Auris. Und der ist so für die Technik verantwortlich, stimmt's? Ja. Und was haben wir hier Schönes? Das ist ein Streuwinkelrechner aus dem deutschen U-Boot, denn es ist nicht nur ein Torpedo abgeschossen worden auf den Gegner, sondern mehrere. War das Schiff der Gegner näher, konnte der Winkel breiter sein. Jetzt das Programm selbst war auf dieser Nocke hier aufgetragen, die oben abgetastet worden ist. Also hier wird eine Steilgröße, es ist vielleicht die Entfernung des Schiffes, dann wird dann die Oberfläche abgefahren und dann andererseits eine weitere Steilgröße wird dann eingestellt, dann wird die Nocke gedreht und der Abnehmer hier wird dann entsprechend rein oder rausgefahren und Okay. Und hier ist die verändert Ausgabe. letztendlich die Ausgabe Und das hier ist oben. jetzt, um zu zielen in einem U-Boot. Den Streuwinkel jetzt nur allein nicht die Richtung, sondern nur den Streuwinkel, in dem die verschiedenen Torpedos abgeschossen werden. Unser Professor Händler, also unser Informatikprofessor, war im Krieg auf dem deutschen U-Boot im Einsatz und so hat er entsprechende Connections auch gehabt. Das kenne ich aus dem Hünfelder Museum. Das war das Testgerät für die Steckkarten, Genau. richtig? Der Hartmann, der uns eben beim Wiederinbetriebnahme unserer Zuse geholfen hat, war nicht sonderlich gut auf das Gerät zu sprechen, weil er gemeint hat, die Karten wurden dadurch als funktionsfähig erkannt, weil die Transistoren ganz normal durchgeschalten haben, aber es war die Last nicht vorhanden. Denn die Transistoren mussten dann wieder weitere Steilglieder, sag ich jetzt mal, weitere wieder treiben und das war hier letztendlich nicht simuliert. Hier der Creed-Drucker, Ach, das das tut war mir ein leid. Nadeldrucker mit einer Matrix von 5 auf 5. Das ist ein englisches Gerät, Creed Model 1000. Model 1000 Output Printer. Und die Betreuer der Zuse hier haben sofort ein Programm geschrieben, das um einiges schneller war als das Original-Zuse-Programm. Die Firma Zuse hat das Programm dann letztendlich angefordert und die haben es ihnen umgeschrieben und kostenlos gegeben. Also es war ziemlich modern in Anführungszeichen, Open Source vom Betriebssystem und dann die Community, die sich gegenseitig ausgeholfen hat. Zuse-Zeitschrift hier, das Zuse-Forum, da waren dann Abreißkärtchen drin. Hyperbelfunktion für die Z22. Ach, was. Permutationen konnte man rausreißen. Letztendlich bekam man dann so ein Päckchen zugeschickt mit den Lochstreifen. Es könnte sein, dass wir den einzigen Programmschrank überhaupt noch haben. Die Nutzer der 60er und 70er Jahre sind hier immer noch aufgelistet und der Schrank beherbergt so ungefähr 1000 Programme. Hier sind sehr viele in Algol geschriebene Programme. Interessant ist, dass er auf den Lochstreifen selbst ja kein Kommentar sein kann. Das Genau. Einzige, was man dann eventuell gemacht hat, ist, ja, dass man, okay, das ist nicht Da sonderlich, steht nur der ja, Name. Name und das war's dann. Was war das für ein Datum? 1977, also relativ spät. Zusatzinformationen hat man dann teilweise, ich muss mal schnell schauen, ah ja, dass man vielleicht noch irgendwas ausgedruckt hat. Da haben sie einen Reaktionstest Ach, geschrieben. Das ist ja, jetzt der nicht Reaktion. der, den wir jetzt immer wieder benutzen, sondern das ist ein anderer. Bloß die haben hier nochmal umgerechnet, die Promillefaktor zu den Millisekunden. Bei uns ist es eigentlich 1 zu 1 bei diesen einfachen Programmen. Okay, das ist ein komplizierterer Promille-Test. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel unter den Streifen dann noch extra die Kommentare so hat dazu gelesen. Man muss ja wissen, wie man das Programm einliest, ob man irgendwelche Bedingungsschalter oder sowas auch mitstellen musste, um das entsprechend zu bewerkstelligen. So, und hier ist die Programmbibliothek. Fängt hier an, geht bis hier runter. Bibliothek. Programmbibliothek, okay. Und das sind auch 200 Programme. Dann hat man entsprechend seine Listen rausgeholt und dann gesehen, was es dann für ein Programm ist. Also, Arcus, Sinus X und so die haben weiter. eine Nummer gehabt, oder? Genau, wir haben eine Nummer gehabt, hat Also man rausgeholt. Wurzel, Sinus, Und das waren jetzt Programme von der Zuse KG. Genau, und die wurden mitgeliefert. Das ist die mitgelieferte Programmbibliothek. Und dann konnte man entsprechend auch sehen, wie das Programm arbeitet. Ja, und hier unten natürlich dann noch für die Ersatzkarten. Ersatzkarten. Toll. Ja, hier zum Beispiel, das ist jetzt die Ansteuerung der Netzteile. Da ist dieser Stabilit. Den habe ich hier ersetzt durch einen Kondensator und eine Diode.
Stabilit hieß das Original. Hieß das Original und das war eigentlich eine 1,2 Volt Akkubatterie. Und die ist natürlich ausgelaufen. Ah ja, klar. Und die hat dann alles zusammengeätzt. Jetzt schauen wir mal bei der hier. Korrodiert dann ein bisschen. Korrodiert, ja. Oder dann hier in Massen noch Dioden, Transistoren, jetzt hier. Naja, die Einzelbauteile. Genau, nicht die Germanium, sondern jetzt die Silizium. Ja, damit können wir eigentlich in Massen arbeiten. Ja, also der Rechner selbst ist beantragt worden 1959 und dann wäre es natürlich die Zuse Z22 gewesen mit den Röhreneinheiten. Ja, ja. Und bei der Uni dauert natürlich alles länger. Wir haben dann 1962 letztendlich diese Zuse Z23 bekommen. In der Mathematik, Mathematischen Institut wurde die aufgebaut. Also Informatik gab es noch gar nicht, wurde erst 1966 gegründet. Und hier hinten hat man auch eine Liste, wer damit gearbeitet hat. Ich lese bloß mal kurz vor. Das war das Wintersemester 64-65, Physikalisches Institut, die Sternwarte, Botanische Institut, Psychologie, die Augenklinik, die Chirurgie, Kinderklinik, Institut für Uhr- und Frühgeschichte und die Musikwissenschaften. Mhm. Hier nebenan, das sieht man, wie sie frequentiert worden ist. Und das war 1965, da ist sie 650 Stunden in einem Monat gelaufen, ist dann hier in Betrieb gewesen bis 1976. Aber während der Zeit, schon Ende der 60er muss es gewesen sein, ist eine Schule immer wieder zum Informatikunterricht hier reingekommen. 1968 war es, da hat die Zuse nur noch zweite Geige gespielt, da hat man noch eine Großrechenanlage bekommen, die Control Data 3300. Und deshalb ging der Rechner 1976 ans Christian-Ernst-Gymnasium, damals voll funktionsfähig, als Schulrechner. Was noch zu erwähnen ist, das ist jetzt kein mathematisches Gymnasium oder naturwissenschaftliches gewesen, das war ein musisches Gymnasium, das finde ich ganz interessant. Und dann wurde uns die Zuse wieder angeboten, ob sie wieder zurückkommen soll, weil sie war nur verliehen. Und so haben wir sie im Ausstellungsraum eine Zeit lang gehabt, nicht laufend, bis halt so die Idee gereift, das wollen wir sie wieder mal einschalten, denn die Techniker, die zur Verfügung sind, die alten Zuse-Techniker, werden auch nicht jünger. Und in der ganzen Phase war es ja auch so, dass einer dann nicht mehr reisen wollte und so weiter. Aber der Hartmann, der hat uns geholfen und hat uns eingenordet. Hier oben auf ist ein Siemens 100-Hertz-Motor. Der ist jetzt neu gewickelt, weil die Originaltrommel so schlecht gewesen ist von den Lagern, dass er durchgebrannt ist. Zahlen, Spaltenansteuerung der einzelnen Köpfe. Denn anders als bei einer Festplatte, bei der ja der Kopf über die Oberfläche saust. Ich nehme mal gern hier diese moderne Festplatte. Heute mal, die haben es mal kaputt gemacht. Der Kopf, wenn sich, wie schnell drehen die sich heute, 7200 über den Kopf saust und einzelne Punkte magnetisiert, ist es bei der Zuse anders. Sie hat 256 einzelne Schreibleseköpfe. Hier ist das Medium selbst, ferromagnetische Oberfläche, massiver Eisenkern, der sich trotzdem verbiegen kann. Also wir haben an einer Trommel lange rum laboriert, hat leider nicht funktioniert. Man muss auch sich vorstellen, dass letztendlich die Bank hier so 0,8 mm circa einander versetzt sind, weil ja wirklich jeder Kopf letztendlich eine Spur hier bedient. Hier ist ein Unterschied von ungefähr einem Zentimeter und der wird dann nochmal geteilt mit den anderen und die sind alle jeweils leicht versetzt. Und also haben wir alle, ich sage 0,8 oder 1 mm hier eine Spur. Hier oben ist es eine Art Riffelblech und das war der Taktgeber. Und so wurde auch letztendlich hier die Register durchgetaktet und so weiter. Das heißt, die Trommel hat den Takt gemacht. Genau, das war genau das, was wir auch erfahren haben. Der Takt kommt von der Trommel. Kann man sich wieder vorstellen, dass wir natürlich als Laien rangegangen sind und dann haben wir schon viele Kondensatoren gesehen. Naja, da wird das wahrscheinlich konventionell irgendein Taktgeber sein. Vielleicht finden wir irgendwo einen Quarz und so weiter und so fort. Wir haben gar nichts gefunden, bis wir uns endlich reingedacht haben, ach, das geht wirklich über diese Trommel. Wir wollten den Rechner ohne die Trommel, weil die Mechanik wollten wir erst einmal ruhig lassen. Geht's gar nicht. Also 8K Zuse-Worte passen ja auf die Trommel drauf. Und dann der Vergleich zur 4 Terabyte Festplatte, die heutzutage Standard ist. Wie viele solche Trommelschränke bräuchte ich auf Fußballfelder voll? Das sind 10.000 Fußballfelder. 10.000 Fußballfelder. Fußballfelder mit diesen Schränken. Und sowas ist dann schon immer unvorstellbar. Unvorstellbar. Jetzt hier der Bereich, das ist der Schnellspeicher. Könnte man jetzt sagen, okay, das ist das RAM. Aber eher der Cache. Es wird ausgelagert von der Trommel auf diesen Cache
und dann verarbeitet. Vor allem meine ich es schneller verarbeitet. Der Ringkernspeicher, das sind 256 Adressen, die man ansprechen kann, aber halt, es sind nur 240 Zuse-Worte, die er speichern kann, denn die unteren 16 Adressen, das sind Sonderadressen für eine Ausgabe, für den Akkumulator, Erweiterung des Akkumulators und so weiter. Ich sage immer, das ist eine begehbare CPU. Eine begehbare CPU, interessant. Nicht gerappt, sondern Nee. alles gelötet. Und hier sind quasi die Logikverbindungen zwischen den Karten irgendwie. Ja, also letztendlich, ich habe es jetzt nicht genau nachgezählt, ich schätze, es sind so 25 unterschiedliche Karten. Es ist jetzt keine Backplane, die 1 zu 1 durchgeschleift worden ist, also nur die obersten und die untersten, also die Betriebsspannung und die Masse. Und so war wirklich jeder Platz feste für eine bestimmte Art von Karten. Die Platinen selbst, auch wenn wir sie testen mit unserem tollen Testgerät und als gut befunden werden, haben sie doch auch wieder Schwierigkeiten. Bei der hier, naja, dieses leicht gebogen, manche, die einseitig kaschiert sind, sind sehr stark gebogen. Ach ja. Die hatten auch schon Risse. Also dann der Trick ist der, Daumen drunter halten, wackeln und wenn ich merke am Daumen unten, oh, da bewegt sich was, also nachlöten. Eine Sache haben wir hier bei der Karte, das kommt vom Abklopfen. Und das ist wirklich so, man klopft ab. Um was zu erreichen? Kontaktschwierigkeiten, ob Bauteile locker sind, das erfährt man, indem man sie richtig kräftig abklopft Und oder was mal passiert, kratzt sie wenn drüber der geht. Kontakt nicht da ist? Ich meine, was. Dann stürzt das Programm Ach, ab. dann schützt das Programm Ja, ab. das war die Methode, wie wir es früher gemacht haben. Was für uns heutzutage, entweder der Chip funktioniert oder funktioniert nicht, also da fällt da nichts aus dem gelöteten Sockel raus. Ah ja, okay. Und hier sieht man noch, was dann so entsteht, wenn man da vielleicht über Jahre die Karte Kann abklopft. sein, dass es auch durch meine Demonstration mittlerweile so stark geworden ist, aber hier, man sieht es an den Karten selbst auch, dass gerade hier diese Ja. ganze Ah ja, Abnutzung doch, hier sieht man es ganz deutlich, ja. teilweise deutlicher. Wegen den kalten Lötstellen, dann wollten sie das Ganze ja besser machen und haben dann diesen Schutzfilm drüber gemacht. Das war eine neue Idee. Das war dann erst ein bisschen später mit den Das muss Karten. während der Bauzeit der Zuse Ach gewesen so. sein. Bloß er hat dann gemeint, das war noch schlimmer, denn wenn doch was war, man hat nicht nachlöten können, man hat alles wegpopeln müssen und so weiter, weil es ist wieder reingelaufen, also das war noch schlimmer angeblich. Das Okay. war alles vergoldet, also die Ach ja, Kontakte hier Goldkontakte. hinten drin. Das habe ich vom Herrn Hanewinkel gehört. Der hat da sehr großen Wert auf diese Goldkontaktierung gelegt, weil das anscheinend eben für die Zuverlässigkeit viel bringt. Aber mit der Zeit, ja gut, unsere Maschine, eigentlich war sie ja nicht ausgelegt, um hier 50, 60 Jahre zu laufen, Ja. war es dann auch so, dass die Krimpen auch ihre Spannung, sage ich jetzt einmal, verloren haben. Und dann gab es dann einen Trick, man hat hier bei einer einseitigen dickes Klebeband aufgeklebt. Ach, dass immer mehr, dass Dass man man wieder mehr Druck anbeißt. hat. Also da gab es dann vieles auch für uns zum Rumprobieren, als wir gemacht haben, was will denn das Klebeband, haben wir andere rein, dann hat es wieder gar nicht funktioniert und so weiter und so fort. Gut, es sind also 800 Karten mit 2300 Transistoren ungefähr. Die Kondensatoren haben wir keinen einzigen auswechseln müssen, obwohl man sich immer denkt, gerade die würden doch mit der Zeit altern. Keine Chance. Und was ich immer gerne bei den Vorführungen habe, ist das, wir haben hier den Schrank mit 2300 Transistoren. 10 Jahre später der kleine Intel 4004 mit der gleichen Anzahl von Transistoren auf diesen kleinen Raum aufgebacken. Die gleiche Anzahl, 2300 Transistoren. Transistoren auf dem Raum versus sowas hier. Genau. Hier könnte man jetzt landläufig meinen, das wäre die Tastatur, aber nein, das ist die Konsole. Hier ist keinerlei Elektronik. Eingabegerät, Röntgenleser und ein Ausgabegerät war halt typischerweise der Siemens Fernschreiber. Der war günstig zu haben. Die Schule hatte auch so einen. Für die Studenten war es dann auch eine gute Möglichkeit, hier Programme zu schreiben. Man hat sich auch der Programmbibliothek dann letztendlich bedient, den Arcus Tangens. Man musste sein Programm, ich sage jetzt einfach, um den Arcus Tangens herumschreiben, musste wissen, welche Ressourcen, welche Bereiche ich auf der Trommel benötige, wo was hingeschrieben wird und so weiter und so fort. Man musste von Anfang an viel mehr mitdenken als heutzutage. Und programmiert habe ich halt letztendlich mit meinem Fernschreiber. Man war damit in Anführungszeichen auch internetmäßig verbunden. Ein Programm wird eingelesen. Das gibt es hier auch. Willkommen in der Informatiksammlung. Und entsprechend zu sparen, habe ich die Kopie jetzt gar nicht machen lassen. Ach Machen wir ja. es nochmal.
vier Kopier dran. Was haben wir hier denn? Locher. Eine Kopie von dem Ursprungsband. Genau. Und hier stehen jetzt nur Zeichen drauf auf dem Band. Genau. Also nicht nur der Herr Hartmann, auch viele andere, die nehmen das entsprechend, sehen hier fünf Löcher und sagen sofort Bu, also Buchstabe, und lesen einem das Ganze vor. Weil ja dann auch mit fünf Löchern ja gerade mal 32 Kombinationen erzeugt werden können. Ja. Ah. Hier haben wir die schöne Liste vom Fernschreibcode. Für unsere Buchstaben würde es reichen, aber für Ziffern und Sonderzeichen reichen natürlich 32 Kombinationsmöglichkeiten nicht. Also war alles doppelt belegt. Oh. Als wenn ich hier dieses eine Loch hier vorne, ist entweder eine 5 als Ziffer oder Sonderzeichen oder ein T als Buchstabe. Wie er es interpretieren soll, war dann immer die Sache, man musste umschalten. Also wenn ich jetzt hier weiter programmieren will, es geht jetzt gerade nicht. Um jetzt Ziffern zu schreiben, muss ich die Zifferntaste drücken. Jetzt wird alles als Ziffer interpretiert, bis auf Widerruf. Buchstabentaste, ab jetzt wird alles als Buchstabe interpretiert. Man muss nicht vor jedem Buchstaben eine Buchstabentaste drücken, sondern einmal Buchstabentaste herumgeschalten. Buchstabentaste, sehen wir jetzt hier, sind fünf Löcher. Sind fünf Löcher. Und die Zifferntaste, ja, ich sag, das Flasche einmal sehen wir jetzt dann, fehlt dann eins. Ah, okay. Wir haben hier unser Betriebssystem. Oh ja, das Grundprogramm. Das Grundprogramm, Open Source. Das sind so kleine Unterroutinen, eben in diesem Freiburger Code, diese Maschinensprache. Wähle ich die 1 hier an, wird entsprechend diese Schleife ablaufen und das ist ein schnelles Einlesen. Hier ab der 6, 7, 8, diese Schleife ist ein langsames Einlesen. Man konnte, wenn man verrückt genug war, das selber abändern. 1024 Befehle. Und wie man testet, ob der komplette Code noch auf der Maschine ist, das sehen wir dann beim Machen einschalten. Ah, Wahnsinn, die Trommel. Als erstes dreht sich der Umformer rechts. Jetzt macht es Klack und dann, ja, jetzt fängt die Trommel an zu drehen. Also diese Klappergeräusche kommen unter anderem auch als hiervon. Es wird leiser, wenn die magnetische Zugentlastung dann anspricht. Jetzt wird es leiser, ja. Denn oben auf ist ein Wirbelstrommagnet, der muss eingestellt werden, auch hier auf der Seite. Und der hebt letztendlich die Trommel aus den Lagern, sodass sie schwebt, in Anführungszeichen. Und der muss auch entsprechend eingestellt werden, damit die Köpfe mit den Spuren übereinstimmen. Die Lager selbst sind sehr massiv. Da haben wir definiertes, ganz feines Spiel, eben damit der das ausgleichen kann. So, dann gibt es noch einen Trick. Ah. Ja, das bringt aber echt was. Also, was haben wir jetzt eigentlich hier an unserer Konsole? Das Befehlsregister hier oben. Hier unten der Akkumulator. Es gibt auch noch eine Erweiterung des Akkumulators. Die ist aber nur auf einer bestimmten Schnellspeicheradresse und wird nicht durch Diodenleuchten angezeigt. Also Befehlsregister, um es mal zu erklären. Also der besteht aus der Schnellspeicheradresse, der geht in den Ferritkan-Speicher und die Trommeladresse. Zum Beispiel, ja, Trommeladresse, um halt die 8K Trommeladressen abzubilden. Genau. Hier die Adressen des Schnellspeichers, wobei die unteren 16, zum Beispiel die 15 hier, ist Zugriff auf Lese- und Ausgabegerät. Ah, okay. Dann haben wir hier die Operationszeichen, jetzt die Befehle. Das Ganze kann man bunt mischen und hier die Bedingungszeichen. Heutzutage nennen wir das If-Bedingungen. Die beziehen sich einerseits auf den Akkumulator, auf eine andere Adresse und konnten nur entscheiden, ob negativ, positiv oder genau null. Oh, da haben wir dann ein Beispiel dafür. Hier kann ich den Abtaster ein- und ausschalten. Ah, da geht er an hier. Der Fernschreiber wird aktiviert. Hier hat man Schreibsperren zum Beispiel, um Bereiche auf der Trommel. Die sind jetzt das Grundprogramm. Bis 1024 kann ich jetzt eh nicht beschreiben. Da gibt es extra Schalter. Aber man konnte
seine eigenen Programme nochmal sperren hier zum Beispiel. Einen Schreibschutz machen. Genau. Ja, dann Bedingungsschalter, hat man entsprechend sein Programm Bedingungen einbauen können. Wenn die erfüllt ist, mache ich dies und jenes, springe dort und dahin. Mhm. Und hier konnte man einen Adressstopp angeben. Und den brauchen wir jetzt. Wir müssen ja erstmal schauen, ist unser Betriebssystem noch vorhanden? Denn wir nehmen den Befehl addiere. A für addiere. Und letztendlich bei der Trommeladresse, wir fangen bei 0 an, wollen aber bei 1024, dass das Programm stehen bleibt. Okay. Jetzt Befehlsübernahme drücken. Befehlsübernahme, jetzt geht das Licht das von dem A an. Ja. Okay. So, jetzt ist der erste Befehl drin. Ja. In beiden. Addiere ab der Adresse 1. Addiere ab der Adresse 1. Beim Und jetzt nächsten, sagen wir weiter. Und jetzt geht es in den Akkumulator. Genau. Jetzt hat er von der Adresse 1 den Inhalt geholt und in den Akkumulator reingeschrieben. Mhm. Ein CKB 13 plus 72. Mhm. Wir können hier schauen. Ach, da kann man sagen C. CNA ist also B. NA ist B. Das muss man wissen wiederum. B ist N und A. Also B ist N und A. Deswegen und haben wir hier. CNA. K. C haben wir, K haben wir und NA ist B. Mhm. Kernspeicheradresse 13, die haben wir hier. Das haben wir hier 8 plus 4 hier. Plus 1 macht 13. Plus 72 als Trommeladresse ist jetzt hier. Okay, also um es nochmal klar zu machen, wir haben jetzt hier die Speicherstelle 1 von der Trommel, wo ein Teil des Grundprogramms steht, also der erste Befehl vom Grundprogramm, da haben wir addiert in den Akkumulator. Und der Akkumulator war ja vorher 0. Genau. Das heißt, diese Addition hat gewirkt wie ein Ladebefehl und wir haben genau das, was da steht im ersten Wort, in den Akkumulator geladen hier. Genau. Bei den weiteren geladenen, wieder jetzt hochgeladenen Befehlen, können wir nicht mehr verifizieren, weil der addiert ja immer jetzt unten drauf. Denn wir wollen die 1024 Befehle aufaddieren in unseren Akkumulator. Am Ende muss als Checksumme eine 0 rauskommen. Ach, das ist ein ganz einfaches Checksummenprogramm, das immer wieder addiert eine Adresse aufeinander. Und das ist einfach Addition, Checksumme vom Grundprogramm. Genau. Und wenn die am Ende 0 ist, dann wissen wir, das Grundprogramm ist noch vorhanden. Es steht irgendwas drin, dann wissen wir, wann man Bitkipper kommt. Ach, was ich nicht ganz kapiert habe, ist, wie werden die Adressen hochgezählt? Automatisch, weil hier ein plus 1 Addierwert ist. Ach, der läuft durch und setzt zum 1 hoch. Ach, automatisch. Und deswegen sehen wir jetzt auch hier die 2. Und wenn du jetzt nochmal auf Weiter gehst, kommt die 3. 3, 4, binär, 8. Und man hört auch dieses Knacken. Ach ja, das ist der Lautsprecher. Das wo ist er? Hier. Und dass man was hört, jetzt war ein Zugriff auf den Schnellspeicher, auf die Trommel. Jetzt ist es natürlich müßig, das ist ja wie mit der ersten Kurbelmaschine von Zuse, der Z1, dass wir es so laufen lassen. Ja. Yay! Und jetzt zählen sie hoch bis 1024. Der Ton, das sind genau 100 Hertz. 100 Hertz, weil die Trommel sich mit 100 Hertz dreht. Und jetzt sind wir bei 1024, bis die Addition ist durchgelaufen, 1024 Mal. Das ganze Grundprogramm wurde aufaddiert und das Ergebnis ist 0. Sehr gut. Der Akkumulator ist 0, das heißt, das Grundprogramm ist noch so, wie es sein sollte. Man hat natürlich so nicht programmiert, aber man konnte ein bisschen zeigen, was die Maschine macht. Also C definiert eine Konstante. Also die Konstante 12. 8 plus 4 ist 12. Die Konstante 12 möchte ich auf meinen Akku aufaddieren. Jetzt langsam, langsam, langsam. Wir haben jetzt im Befehlsregister eine Konstante ein. Konstante 12 wird definiert hier. Ja. Und was mache ich mit der Konstante? Ich will sie aufaddieren. Ach ja, okay, wir haben eine. Ach, und das ist diese Überlagerung von diesen Bits. Okay. Gleichzeitig eine Konstante definiert und den Additionsbefehl. Also der wird dann mit Befehlsübernahme eingelesen. Also wir addieren jetzt 12 auf den Akkumulator. Genau. Und jetzt mit weiter. Zack, wieder aufaddiert. Und der Akkumulator war vorher 0 und jetzt haben wir 12. Genau. Jetzt können wir die 12 nochmal aufaddieren, indem wir wieder mit Befehlsübernahme den eingetippten Befehl übernehmen und mit weiter die 12 aufaddieren. 12 plus 12 ist 24. Passt. Jetzt können wir natürlich die 1 subtrahieren. Also die Konstante 1 wird jetzt subtrahiert. Mhm. Und das Ergebnis ist? 16 plus 7. Ja, ich habe es jetzt gemacht. Ja, also 16 plus 7 ist 23, das passt. Jetzt
machen wir ganz eine einfache Sache. Ein LL. R. LL ist ein Doppel-Links-Shiften im Akkumulator. Mhm. Ein R ist einmal rechts schieben. Also Doppel-Links-Shiften ist eigentlich mal 4 im Akkumulator und R ist geteilt durch 2. Das beide miteinander kombiniert, macht zweimal nach links, einmal nach rechts, ist also ein Step nach links, also mal 2. Zack. Und was kommt raus? Ja, das sind 32 oder 8, sind 40. Und dann nochmal 6, 46 ist das Doppelte von 23, kommt hin. Mhm. Und das kann man jetzt immer wieder holen zum Beispiel. Wir nehmen jetzt so, schiebt da hier sein Datum weiter rüber. So werden die Bits hier durchgeschoben, immer um 1 nach links geschiftet. Jetzt haben wir hier das kleine Demonstrationsprogramm. Das ist nichts anderes als ein Lauflicht, das am Akkumulator dann erscheint. Ein Lauflicht? Wir wollen jetzt einlesen und da gibt es den Befehl, und zwar entweder die 1, das ist dieser schnelle Einlesebefehl, oder die 6 ist das langsame Einlesen. Wir wählen die 1. Wir wählen die 1, okay. Dass ein Befehl ausgeführt wird, das ist ein E-Befehl. Hier findet man aber nirgendwo ein E. Mhm. Das ist einfach keine Taste gedrückt, ist der E-Befehl. Befehlsübernahme und dann weiter. Weiter. Ah, jetzt haben wir das Programm eingelesen und wir sehen jetzt hier dieses Lauflicht. Die Wirkung des Befehls. So, und wie kann man debuggen, indem man hier einen Stopp drückt? Ah, man kann hier anhalten. Man kann hier anhalten und jetzt mit dem Weiterbefehl in Einzelschritt Single-Stepping gehen und oben im Befehlsregister letztendlich sehen, was abgearbeitet wird. Okay. Was habe ich hier? Keine Operationszeichen, das heißt ein E-Befehl und hinten die Adresse 4096. Ich glaube, das ist die, boah, wir müssen jetzt schauen, welche Adresse es ist. Ich glaube, die 5000. Hier drauf steht ja ein U5000 und so weiter. Mhm. Das heißt, U umspeichere, also lies in den Ferranti rein und speichere das, was jetzt kommt, alles ab auf 5000. Ach. Und er, dadurch, dass die Trommel diesen Umlauf hat, eins nach dem anderen wird 5001, 5002 drauf gespeichert. Und dadurch, dass 5000 dann das Programm letztendlich auch anfängt, ist am Ende ein E5000, E ist ja dieser Programmaufruf, dann springt er auf 5000 und dann lässt er den Befehl ablaufen. Mit weiter springt er auf 5001. Aber was wir sehen, ist der Inhalt von 5001. Der Befehl, der auf 5001 steht. Und dieser Befehl ist ein CLLRA1. Mhm. Das heißt, er macht ein LLR, das ist jetzt die Reihenfolge, ich hätte jetzt von vorne anfangen, nein, ich muss anfangen, LLR. Das heißt, er macht hier unten ein zweimal nach links schieben und einmal nach rechts schieben. Das heißt, das Ganze hier wird um 1 nach links geschoben, wobei das hinterste Bit eine 0 ist. Und das wird ja gefüllt, weil er der sich füllt. Das wird gefüllt, indem ich die Konstante 1 drauf addiere. Ah, ja. Das ist eben dieser Befehl. Der nächste Befehl ist dann ein QQN 5000. Also das QQ ist eine Bedingung. Was heißt die Bedingung? Das heißt negativer Akku, heißt, wenn das hinterste Bit eine 1 ist, dann ist die Bedingung erfüllt. Und was mache ich dann? Ein N, ein Nulle und springe auf 5000. Eben diese festgelegte Schleife, die er jetzt immer durchläuft. Jetzt mal weiter. Genau, und er setzt jetzt immer bei diesen, also vor diesem QQ, jetzt immer setzt er immer hoch. Bis es negativ wird. Genau, jetzt ist die Bedingung erfüllt. Jetzt Nulle, das findet statt, bringe auf 5000 und beginne wieder von vorne. Die Befehle, die jetzt intern ablaufen, sind eigentlich nur drei Stück. Drei Stück, ja. Das reicht für dieses. Aber um es aufzuspeichern und dann aufzurufen, sind es 5 oder 6 Befehle. Ist das ausgedruckt? Ah, jetzt kriegen wir es ausgedruckt. Ah, toll. U5000U ist letztendlich das, dass er auf 5000 umspeichert. Genau. Was speichert er um? Ein CLL 1.1, das ist dieser Linkschiff. Dann diese Bedingung Q, die dann auf 5000 springen würde, wenn sie erfüllt ist. Wenn sie nicht erfüllt ist, springt sie E auf 5000. Das heißt, wenn QQ erfüllt ist, dann nullt er und springt aber automatisch auf 5000. Und das E5000 ist nichts anderes, als dass er sagt, E führe den Inhalt, das speichert sein 5000 aus und dann springen wir wieder hier hin. Und was ist der letzte?
Er führt es aus, auf 5000 zu springen, nach dem Einlesen, dass er vom Ferranti weggeht, auf die Trommel. Ach, das ist das, vom Ferranti wegzugehen. Das ist der letzte Befehl. Der nächste Test. Das wäre jetzt dieser Reaktionstest. Mal schauen. Ah, jetzt kommt der Reaktionstest. Jetzt wollen wir den auch nochmal sehen, wie schnell der einliest. Genau. Oh, 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 irgendwie hat er gehakt. Ich hoffe, das funktioniert. Schon ein größeres Programm. Dieser hohe Pfeifton entsteht durch schnelle Zugriffe auf den Schnellspeicher. Da muss er keine Trommelumdrehungen warten. Und wenn jetzt der sich abändert in einem tiefen Ton, nach einer gewissen Zeit, wir wissen nicht wann, muss man halt schnell hier die Kuckuh. Ach, jetzt ist er auf die Trommel gegangen, oder? Genau, ist er auf die Trommel gegangen, dann musste man schnell reagieren. Ja. Die Auswertung der Reaktionszeit geschieht dann letztendlich an der Ausgabe. Beim alten hatten wir 3,07 Promille und jetzt 1,05, also ja. Da haben wir einen Ordner, original von unserem Professor Händler aus dem Büro raus. Gut, wir haben einen Parallelprozessor entwickelt. Mhm. Und hier kann man sich schon vorstellen, System Prost, was da drin war. Und dieses Sinus Anna kann man mal einlegen. Das ist Sinus Anna, dieses Testprogramm. Sinus Anna. Datenverarbeitung von vor 70 Jahren. Sinusquadrat plus Cosinusquadrat. Jetzt immer so an die 1,0 rangehen. Aber hier sehen wir schon, da haben wir immer wieder Schwierigkeiten. Da wird hier eine Tabelle ausgegeben. Genau. Sinusquadrat plus Cosinusquadrat. Genau. Und das war dann das Fanal, dass man hier dann zum Klopfen angefangen hat. Während das Programm läuft. Genau, wurde dann entsprechend abgeklopft. Ich bin jetzt nur hier vorne, weil ich will jetzt nichts los vibrieren. Ja. Und dann hat man dann gesehen, wenn es ausgefallen ist, sich verrechnet hat, hier müssen wir mal rangehen. Man hat den Rechner gar nicht ausgeschaltet. Wenn jetzt sich hier sieht man, das sind alles identische Doppelregister. Mhm. Dann konnte man einfach austauschen, wieder reinklopfen, ist der Fehler mitgewandert und solche Sachen konnte man dann entsprechend machen. Vom Herrn Hildebrand aus Konstanz gibt es eben dieses Musikprogramm und das ist ziemlich trickreich. Es wurde geschrieben auf der Vorgängermaschine, auf der Z22, von unserem Kollegen Klaus Stengel umgeschrieben für die 23er. Mhm. Und es ist ja eigentlich so eine Art Übersetzungsprogramm. Mhm. Das wird eingelesen, auf die Trommel geschrieben und der Notenstreifen des Liedes, der wird dann extra erzeugt. Man kann sich so vorstellen, man kann es einfach. Die dreht sich ja mit 100 Hertz. Ja. Wenn ich immer auf die gleiche Adresse zugreife, immer auf die 1, dann wartet er eine Umdrehung ab und greift dann wieder auf die 1 zu. Ja. Dann habe ich einen 100 Hertz Ton. Genau. Weil er pro Zugriff einfach ein Knacken erzeugt. Mhm. Wenn ich jetzt pro Umdrehung auf 4 Adressen zugreife, immer wieder, dann habe ich meine 400 Hertz. Wenn ich diese 400 Hertz haben will als Ton und dann noch mitzähle, für bis auf 1000, was weiß ich, dann habe ich so und so lange diesen Ton. Mhm. Und dann habe ich letztendlich hier ein C oder was weiß ich, ein Achtel, C, ein Achtel, C, ein Sechzehntel. Und diese Noten wurden dann entsprechend hier vom Lied aufgeschrieben, dem Compiler zugegeben und er hat dann Zugriffssequenzen entwickelt und so. Und es sind jetzt nicht allzu lange Streifen hier, der Compiler und das Lied. Ich habe es noch fest drauf, die Musik, die ist ja dann abgespeichert auch. Mhm. 3001. Genau, die 3001. 3001, da ist unser Musikprogramm drauf. Habe ich 3000? Aber die falsche Adresse? Ah. Hochzählt über die Länge des Tones. Das war dieses Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh. Genau. Jede Vorführung ist ein Streifen. Ja. Bei jeder Vorführung kopiere ich da mal dieses Programm mit dem Fernschreiber und dann sieht man schon,
Das war 2018, dürfte das gewesen sein. Das ist pro Jahr dann sogar. Ja. Ja. Das sind die Vorführungen von 2018. Das sind schon über einige. 100 Vorführungen gewesen. Ja, und so sind wir immer kräftig dran, die Zuse zu präsentieren und vielleicht das Erbe von Zuse ein bisschen hochzuhalten. Und wir bemühen uns jetzt in der Sammlung auch, ja, die Historie der Uni auch zu dokumentieren. Wir müssen vieles ablehnen aus den 90er Jahren und so weiter, aber wenn bedeutende Entwicklungen kommen, wir waren jetzt gerade wieder bei jemandem, das ist wirklich praktische Informatik, die heute noch überall eingesetzt wird, und das dann Leben zu erhalten, zu dokumentieren und wegzuwerfen, mit Versand, das ist eigentlich ganz wichtig. Geldmittel haben wir immer wieder zur Verfügung für Studenten, die hier mitarbeiten, und so sind wir einigermaßen gut ausgerüstet und haben leider nur diesen einzigen Raum hier als festen Vorführungsraum, weil der hat keine Lüftung. Und wenn er eine Lüftung hätte, dann würden jetzt hier Studenten oder Mitarbeiter sitzen. In der Hinsicht lassen wir es so. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Ja.